Guten Morgen. Ich habe mich gerade, wie ihr gesehen habt, fertig gemacht. Habe jetzt noch ein bisschen Schmuck dran gemacht. Ich dachte gerade, da wäre ein Fleck auf meinem Pulli, aber der ist auf meinem Dingens hier Bildschirm. Meine Erkältung ist noch ein bisschen am Start. Fühle mich schon besser. Ich glaube, jetzt kommt so ein bisschen dieser Endhusten. Wisst ihr, was ich meine? Also nach einer Erkältung manchmal dieser Husten, der einfach noch so ein bisschen da bleibt. Ich glaube, der startet jetzt gerade. Ja, aber darüber müssen wir heute nicht so viel reden. Ich gehe jetzt gleich zum Frühstück mit einem Freund von mir und freue mich schon sehr darauf. Und Coco ist auch da. Die checkt gerade meine Herbstdeko ab. Ich nehme euch heute mal wieder mit. Okay, normalerweise würde ich das jetzt nicht filmen und einfach danach weiter vloggen und euch nicht davon erzählen. Aber ganz ehrlich, ich vlogge, weil ich es liebe, euch in meinem Leben mitzunehmen und weil ich gerne meine Gedanken mit euch teile. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ihr meine Vlogs gerne guckt. Wartet mal kurz, ich stelle euch mal kurz irgendwo Bequemeres auf. Ich würde es normalerweise nicht filmen, weil ich weiß, dass ich ein paar doofe Kommentare dazu sicherlich kriegen werde. Aber ganz ehrlich, ich scheiße jetzt einfach drauf. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ich werde jetzt mit euch einen Schwangerschaftstest machen. Irgendwie, ich will das jetzt gerade gar nicht so überdramatisieren. Ich habe das spontan eben entschieden. Meine Periode ist ein bisschen spät, was ja normalerweise nicht so schlimm ist. Es passiert mir halt nicht so oft. Aber sie ist wirklich nur minimal spät, also eigentlich, ne? Ihr wisst ja, wir verhüten nur mit Kondom, aber wir sind da eigentlich gut safe dabei und mein Zyklus ist auch immer sehr on point, weshalb ich da mir relativ sicher bin. Und normalerweise spüre ich meinen Eisprung auch doll und so, nur diesen Monat war ein bisschen anders. Diesen Monat hatte ich an vielen verschiedenen Zeitpunkten irgendwie so ein Ziehen in meinem Unterleib und so. Und ich habe mir darauf jetzt nichts eingebildet und ich bilde mir auch jetzt nichts drauf ein. Ich habe jetzt halt so ein bisschen so, ja, meine Brüste tun so ein bisschen weh, aber ich glaube, es ist, weil ich jetzt meine Tage kriege, das ist ja auch normal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgen meine Tage wahrscheinlich einfach kriegen werde. Oder übermorgen, keine Ahnung. Dass die einfach nur ein bisschen verschoben sind. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich krank bin. Was weiß ich. Aber das Thema Babys verfolgt mich momentan irgendwie voll. Ich war ja gerade frühstücken. Überall waren Babys. Und jetzt habe ich entschlossen, eigentlich würde ich jetzt einfach warten, ob meine Tage kommen. Und wenn sie dann so vielleicht 2 Tage oder so zu spät sind oder noch ein bisschen später und dann kommen würden, würde ich einfach sagen, yo, alles gut, ich bin mir ja ziemlich sicher, dass ich nicht schwanger bin. Aber irgendwie ist mir heute danach mal einen Test zu machen. Ich habe das schon öfters mal so gemacht. Das ist für mich jetzt kein Riesending oder so, weil ich mir so sicher bin, dass er negativ sein wird. Aber gut, ich nehme euch trotzdem mit. Ich dachte, es wäre vielleicht auch mal ganz lustig. Habe euch auch mitgenommen, als ich die Pille abgesetzt habe. Ich erzähle euch viel über Verhütung und ja, über meine persönlichen Geschichten. Außerdem, wie verrückt wäre, wenn ich jetzt zufällig, nur weil ich jetzt entschieden habe, das mal mitzufilmen, auf Kamera hätte, wenn ich tatsächlich schwanger wäre. Was ich nicht bin, aber ich habe mir auf Amazon so ein Pack bestellt von so Billigtests quasi, die, ja, so just in case. Also wenn eine Freundin von mir oder ich oder so mal ein bisschen Zweifel haben, dann machen wir einen nur fürs Gefühl und ja. Das mache ich jetzt mal. Hier haben wir einen Test. Nicht wundern, dieses ganze dreckige Zeug, das ist alles Badebomben, weil die Tests sind bei mir in der gleichen Tüte wie meine Badebomben. Keine Ahnung warum, fragt mich nicht. Hier ist er. Okay, ich nehme ihn jetzt mal mit. Ich werde ihn jetzt einfach hier oben hinlegen und später nachgucken. Warte, wie lange muss ich warten? Während wir warten, kann ich euch ja mal kurz ein bisschen erzählen. Ich habe momentan wieder so ein bisschen Babyfieber. Ich bin nicht so, ich möchte jetzt ein Baby, aber ich bin irgendwie so, ich weiß nicht, überall sind immer Babys und Jana ist jetzt schwanger und oh, ich freue mich so. Aber ich will definitiv erstmal mein Studium fertig haben, bevor ich Kinder bekomme, geplant. Ich meine, wenn ich vorher schwanger werden würde, dann würde ich mich auch irgendwie freuen. Das wäre jetzt natürlich nicht geplant, aber ja. Ich habe Babyklamotten gekauft für Jana und noch für einen anderen Freund von uns, der auch gerade ein Baby bekommen hat und ja. Es war so süß und jetzt ja, bin ich ganz, ganz, ganz dezent im Babyfieber, aber geht auch wieder vorbei. Kennt ihr das? Ist euch das auch schon mal so ergangen? Irgendwie, vor allem ich gucke auch so viele so Family-Vlogger und so. Und wenn ich das so sehe, bin ich so, sie so, lass mich einfach schlafen, bitte. Und da ist der Wecker.
Ich hole es jetzt und ich gucke jetzt noch nicht. Ich hole es jetzt einfach nur hier. Ich setze mich jetzt wieder dahin. Und dann gucke ich mit euch zusammen. Ich habe noch nicht geguckt. Ja, ganz sicher negativ. Da haben wir es. Eine Linie. Kontrolllinie ist da. Warte mal. Hat es jetzt mal endlich fokussiert. So. Aber da ist definitiv keine zweite Linie. Ja, kann ja jetzt ganz schön spannend auf meine Tage warten. So, ich mache mich dann jetzt ein bisschen ans Online-Shopping für ein neues Video von mir. Okay, ich habe meinen Tee ganz vergessen, während ich am Laptop war. Ich mache den jetzt nochmal warm. Na? Wie geht's dir, Knautschi? Oh, ich liebe dich. Ich glaube, ich mache mir jetzt auch noch eine Kerze an. Vielleicht diese hier. Ich will die endlich mal aufbrauchen. Ich habe die schon voll lang. Wenn die so weit unten sind, ist es mal voll die Challenge, die noch anzukriegen. Ich habe irgendwie richtig Bock auf so einen selbstgemachten Apple Crumble. Auf so einen kleinen, also ich mache das immer so nicht so mega aufwendig mit so richtig so Kuchen und dann Äpfel rein und alles Mögliche, sondern ich mache immer nur so ein bisschen Äpfel in so eine Auflaufform, mache so ein bisschen Zimt drüber und mache dann so selbstgemachte Streusel einfach drüber und das schmeckt allein schon so geil und so herbstlich. Ich mache immer voll viel Zimt rein, weil ich so ein Zimt-Fan bin. Und ich habe da irgendwie gerade mega Bock drauf. Problem ist nur, wir haben keine Äpfel. Also müsste ich jetzt losgehen und Äpfel kaufen und ich weiß nicht, ob ich das machen will. Aber eh irgendwie mal anfangen zu überlegen, was ich heute Abend koche, weil ich habe mir jetzt gesagt, dass ich was koche. Okay, ich glaube, ich mache heute Abend Wraps, aber ich habe so Lust auf diesen selbstgemachten Apple Crumble, dass ich jetzt kurz losgehe und mir Äpfel kaufe. Okay, I'm back. Ich habe Äpfel gekauft und ich habe auch gleich noch Käse gekauft, weil für die Wraps brauche ich auch Käse und wir hatten keinen Käse mehr. Aber noch jetzt gerade hier, ich räume jetzt hier gerade meine Fläche ein bisschen frei, damit ich euch hier gleich zeigen kann, was ich jetzt mache. So sieht das Ganze jetzt aus und es ist jetzt oben quasi so, diese Sträuße sind jetzt so angekrost und innen ist es halt so weich und die Äpfel sind so gebacken halt. Und Leute, das schmeckt so geil, ich liebe das so. Ich habe mir vorgenommen, jetzt wirklich nur ein bisschen was davon zu essen und ein bisschen was auch für Nils übrig zu lassen, damit ich heute Abend noch Hunger habe, später, wenn wir zusammen essen. Aber oh, ich liebe es so, es ist so ein geiles Rezept. Kleines Update, meine Nase ist ein bisschen rot vom ständigen Naseputzen heute. Ich habe gerade ungefähr 2 Stunden mit meiner besten Freundin telefoniert. Jetzt müsst ihr jetzt auch gleich nach Hause kommen und dann gucken wir mal, wie wir den Abend noch verbringen. Ich habe aber gerade übrigens einen richtig coolen Online-Shop gefunden, wo es nickelfreien Schmuck gab, also für, also Ohrringe. Ich habe ja eine Nickelallergie, deshalb kann ich ganz schlecht immer Ohrringe finden, die nicht ultra teuer sind oder so. Wenn das ankommt, zeige ich euch das gerne mal, weil das hat, glaube ich, auch irgendwie relativ viele interessiert. Und ich will mir den erstmal angucken, bevor ich es euch empfehle. Ich weiß ja nicht, wie der Schmuck dann im Endeffekt qualitativ ist und so. Ja, und ich lasse jetzt meinen Abend schön ausklingen, warte auf Nils. Und dann werde ich mich auch bald mal abschminken, weil wir chillen, glaube ich, heute nur noch. Und ja, ich freue mich schon voll auf meine Ohrringe. Übrigens habe ich überlegt, mir noch ein drittes Ohrloch zu stechen. Ich habe das Gefühl, meine Ohren sind irgendwie zu klein dafür. Das hört sich jetzt doof an, aber ich habe das Gefühl, hier ist nicht so richtig noch ein Platz für ein drittes Ohrloch, oder? Also das hier ist zu nah, zu weit entfernt. Und hier ist irgendwie nicht genug Platz. Ich glaube, auf der Seite auch. Ich denke mir halt, wenn hier jetzt noch ein Ohrring wäre, dann wäre der so schon halb in der Falte irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Das hört sich so doof an, aber ja, ich hatte überlegt, mir noch ein drittes Ohrloch zu stechen auf beiden Seiten, aber mal gucken. Nils ist wieder da. Sieht mal vorteilhaft aus. Nein. Sieht gut aus. Ich wollte dir erzählen, was ich heute gemacht habe. Okay. Ich habe Nils gesagt, dass ich hinsetze und ich muss ihn jetzt aufnehmen. Falls ich hinfalle vor Schreck oder wie? Na, ach Quatsch. What?
Heavy. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Was? Was heißt das? Schon offen? Ja, ich habe ihn ja schon gemacht. Oh, Baby, Alter. Richtig Schock gehabt. Warum machst du sowas? Ich weiß nicht, meine Tage waren ein bisschen zu spät und irgendwie haben meine Brüste wehgetan und ich wusste, dass er negativ sein würde, aber ja, oder siehst du einen zweiten? Also ich sehe keinen zweiten. Ein Strich, ne? Negativ. Oh, scheiße, Alter. Hast du wirklich gedacht, dass ich den positiven Schwangerschaftstest einfach so hinlegen würde? Du bist so fies, ne? Warum willst du? Du bist so gemein, hast extra meine Reaktion abgewartet. Du wusstest, dass ich Panik schiebe. Nein, ich hab wirklich nicht gedacht, dass du so reagierst. Wir haben heute erst noch drüber geredet. Du hast heute erst noch gesagt, wenn ich dich pranken würde, dass ich schwanger bin, würdest du es mir nicht glauben, weil du weißt, dass ich dich verarschen würde. Ja, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, warte mal, was ist, wenn sie das mich deswegen nur gefragt hat, weil sie schon darüber, also weil sie schon einen Test gemacht hat. Oh, dachtest du, ich will. Ich habe schon weitergedacht. Oh, vielleicht hat sie mich nur gefragt, weil sie eigentlich schon schwanger ist. Das ging mir eben gerade durch den Kopf. Tut mir leid. Mann, ey. Hast du da jetzt Pipi drauf gemacht? Ja, auf der einen Seite. Geh weg. So, das war doch gut für die Haare, oder? Ich hab mal gehört, dass man Urin irgendwie irgendwas mit den Haaren, da war doch was, oder? Das habe ich noch nie gehört, aber kann sein, wer weiß. Aber guck mal, als Entschuldigung habe ich dir unser Lieblingsdessert momentan gemacht. Toll, ey. Voll viel Aufregung. Ich kam schon mit voll viel Aufregung. Ich krieg noch mehr Aufregung. Hallo, es ist der nächste Morgen. Ich sehe ein bisschen fertig aus, weil ich immer noch ein bisschen gehangen bin, aber ich habe gerade diesen Vlog geschnitten und oh mein Gott, ich musste so grinsen über Nils Reaktion. Es war irgendwie so süß, fand ich, weil er hat einfach wirklich kurz gedacht, ich lege ihm ja jetzt einen positiven Schwangerschaftstest hin. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass er so reagiert, weil wir, wie gesagt, gerade erst darüber gesprochen hatten, dass er mir das niemals abkaufen würde. Deshalb habe ich auch gar nicht so richtig versucht, ihn zu verarschen. Ich dachte einfach nur, ich lege ihm diesmal hin. Und ich dachte, er macht dann so erst so kurz so und dann so, oh, verarsch mich nicht mäßig. Ich musste gerade so lächeln, als ich die Aufnahme geschnitten habe. Wir haben danach auf jeden Fall noch einen entspannten Abend verbracht und noch ein bisschen eine Sendung geguckt und ich bin dann auch eingeschlafen. Ich bin auch immer noch ein bisschen erschöpft, so durch das Kranksein. Aber heute wird ein guter Tag, heute wird ein wunderschöner Herbsttag. Ihr könnt ja gerne mal auf Instagram vorbeischauen heute, da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Es freut mich, wenn ihr ja Gefallen daran habt, wenn ich euch in so ein bisschen persönlicheren Dingen auch mitnehme. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten neuen Video. Tschüssi!